Moin und Waldmann Zeil vom Team Winz. Heute wollen wir euch mal vorstellen von der Firma Meopta ein Fernglas, und zwar das Meostar B1.1 8x56. Was ist das Besondere an diesem Glas? Neben den typischen Leistungsmerkmalen besitzt es die Möglichkeit, eine Dioptrienzahl fest hier am Mitteltrieb einzustellen. Was heißt fest? Ist natürlich variabel und für jeden individuell einstellbar, aber ich habe hier so eine Skala und sehe sofort alles klar. Ich muss auf zum Beispiel -3 Dioptrien, das sind übrigens auch die Arbeitsbereiche des Glases, also was die Dioptrienzahl angeht. Und so kann man, wenn man das Glas zum Beispiel gemeinsam nutzt, sofort durch einen kleinen Handgriff die Dioptrienzahl einstellen oder auch für sich selber, wenn man es wieder in die Nullposition gebracht hat. Das ist ein recht interessantes Feature, habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Ansonsten handelt es sich natürlich um ein klassisches Dämmerungs- oder Nachtglas mit den Werten 8-facher Vergrößerung und einem 56er Objektiv. Das Glas kommt in einem Aluminiumgehäuse, das Ganze ist gummiarmiert. Man hat hier oben noch eine Art, ja, ich sag mal Fischhaut, das heißt, es ist so ein wenig geriffelt, dass das Glas wirklich gut in der Hand liegt und nicht wegrutscht. Ich kann die Augenmuscheln eindrehen, für Brillenträger natürlich immer interessant. Ich habe natürlich auch hier vorne die Objektivschutzkappen, welche ich einfach draufklicken kann. Das Glas kommt in einer schicken Umhängetasche. Man hat hier den Trageriemen mit solchen Clips versehen, das heißt, der Trageriemen ist sowohl für das Glas als auch für die Tasche gleichzeitig nutzbar. Das ist gar nicht dumm gemacht, dann hat man nicht immer zwei Trageriemen und muss immer alles in einer Tasche verstauen, das finde ich ganz sympathisch. Das Meostar ist ein recht schweres Glas, aber es ist auch für den Ansitz gedacht. Da spielt es nicht so eine ganz große Rolle wie zum Beispiel bei einem Pirschglas. Wir haben ein Sehfeld von 111 Metern auf 1000 gerechnet und das Glas hat ein Gewicht von 1120 Gramm. Von anderen Gläsern kennen wir bereits die Meobreitbeschichtung. Das heißt, hier ist es eine Vergütung, die auf alle Glas- und Luftflächen aufgebracht wird, welche dafür sorgen sollen, helle, brillante, aber vor allen Dingen auch farbechte Abbildungen zu liefern. Für den richtigen Durchblick bei Nacht genau das Richtige. Wir wünschen euch viel Waldmann Zeil vom Team Winz. Freuen uns über Abo des Kanals und natürlich Kommentar oder Like des Beitrags.